Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute hier zu meinem Thema, wenn die Arbeit krank macht, am Ende meiner Kraft, Burnout-Syndrom. Heute soll es in Folge 2 um das Thema gehen, Lebensentwicklungslinie. Wie Sie in Folge 1 zur Definition von Burnout, ne, totaler emotionaler Erschöpfungszustand mit reduzierter Leistungsfähigkeit wird als Entwicklungslinie bezeichnet. Wobei in der Entwicklungslinie, am Ende der Entwicklungslinie, es zu einer Erkrankung führt. Ja, heute hier in Folge 2 würde ich Ihnen ganz gerne einmal die Lebensentwicklungslinie vorstellen. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. Ein kluger Kopf hat mal gesagt, man muss zunächst einmal entflammt sein, um überhaupt ausbrennen zu können. Also steht am Anfang der Burnout-Lebensentwicklungslinie die Flamme im Vordergrund. Diese Phase bezeichnen wir als Enthusiasmus oder die Phase der Euphorie. Mit viel Enthusiasmus gehen wir an die Dinge heran. Uns macht die Arbeit sehr viel Freude. Wir leisten 100, 150% und arbeiten nahezu pausenlos. Wir wollen unsere Sache sehr gut machen, sind sehr ehrgeizig und zielstrebig und möchten in nahezu allen Arbeitsgruppen vielleicht auch mitwirken und möchten unser Job bestmöglich umsetzen. Diese Leistung, das nahezu pausenlose Arbeiten, ist natürlich nicht lange aufrechtzuerhalten. Die Frage ist ja, warum leisten wir 150%? Warum sind wir ehrgeizig, zielstrebig und warum tun wir das überhaupt? Ja, und hier geht es natürlich auch um psychologische Bedürfnisse, ne? Das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Wertschätzung für das, was man leistet. Und selbstverständlich wollen wir auch ein Lob erfahren. Wir möchten unser Platz in der Gruppe, im Team einnehmen und möchten dafür für unsere Leistung auch eine gewisse Wertschätzung erfahren. Ja, aber diese gewünschte Wertschätzung bleibt oft subjektiv empfunden aus. Dennoch arbeiten wir weiter nahezu pausenlos und hoffen uns inständig, dass wir diese Wertschätzung erlangen. Diese Phase nenne ich Stagnation. Das heißt, es geht über einen längeren Zeitraum auch gut und wir haben auch ganz viel Kraft und ganz viel Kraftreserven, um eben halt diese 150%ige Leistung auch aufrechterhalten zu können. Ja, nach der Stagnation tritt sowas ein wie Frust. Und diese Phase nenne ich Frustrationsphase. Ja, und wie sieht es aus in der Frustrationsphase? Wir entwickeln tatsächlich teilweise Wut, Ärger gegenüber unserem Arbeitgeber. Wir fühlen uns in den Rahmenbedingungen, wo wir tätig sind, nicht wohl. Wir kritisieren oft diese Rahmenbedingungen. Wir leisten auch Schuldzuweisungen gegenüber anderen, zum Beispiel im Umgang mit Patienten. Patienten sind nur noch eine Last und belasten. Der Patient klingelt nur, um mich zu provozieren, um mich zu ärgern. Der sieht gar nicht, wie sehr und wie viel ich eigentlich leiste. Dieser Frust ist so stark, dass die Betroffenen auch entsprechend nach außen hin so wirken. Sie wirken gestresst, sie wirken kurz angebunden und auch im Umgang mit Patienten oder mit anderen Klientel wie Kunden sind sie nicht mehr so empathisch. Sie können sich schlecht auf ihren Gegenüber einlassen. Diese Schuldzuweisungen können aber auch gegen sich selbst gerichtet sein. Und hier neigen auch Menschen dazu, ja, wie zum Beispiel durch stressdämpfende Substanzen wie Alkohol sich zu betäuben, um runterzukommen und endlich auch mal abschalten zu können. Bis zur Frustrationsphase sagt Herbert Freudenberger, dass es ein emotionsvolles Stadium ist. Das heißt, des Enthusiasmus, also die Euphorie, Enthusiasmus, Stagnation und Frustration. Hier sind bei den Betroffenen sehr viele Emotionen dabei.
Na, hier passiert noch eine Menge. Ja, die Frustrationsphase kann sich über einen langen Zeitraum auch hinziehen. Na, also die Wut, Zorn und Verzweiflung in der Situation am Arbeitsplatz können sich teilweise sogar Jahre hinziehen. Man sagt sogar, dass Burnout innerhalb eines Teams eine ansteckende Wirkung hat. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Team, wo ja, Kollegen, Kolleginnen mit der Frustrationsphase einhergehend jeden Tag arbeiten. Die Stimmung ist gedrückt, die Stimmung überträgt sich, kann sich übertragen auf das gesamte Team. Oft kommen dann auch solche Sachen zustande wie, ich zeige permanent mit dem Finger auf anderen. Immer wenn ich deine Patientenzimmer übernehme, sind nie die Katheterbeutel geleert. Die Mülleimerbeutel sind immer randvoll. Überall in jede Schublade, wo ich reingreife, ist immer alles leer. Ich bin der Einzige, der immer auffüllt und immer dafür sorgt, dass alles ordentlich ist und korrekt ist. Ja, was heißt das eigentlich? Das heißt, ich zeige mit dem Finger permanent auf andere, zeige denen ihre Fehler auf, werde da natürlich dadurch im Team auch nicht unbedingt beliebter. Im Umkehrschluss ist es aber so, dass das bedeutet, ich kann es besser. Somit baue ich für mich in mir auch nochmal erneut Druck auf. Wenn ich mit dem Finger auf andere Menschen zeige und fehlende Fehlerfreundlichkeit aufzeige, heißt das immer im Umkehrschluss, dass ich es deutlich besser kann. Kann ich es wirklich deutlich besser? Und jetzt stellen Sie sich vor, im Arbeitsalltag passiert mir tatsächlich mal ein Fehler und ich entleere den Katheterbeutel nicht oder ich fülle nicht auf. Dann können Sie sich ja vorstellen, dass meine Kollegen sofort Standby sind und sagen, aha, Herr Kallert füllt also auch nicht auf. Er ist gar nicht so der Beste. Ja, hier wird mit Bauchschmerzen jeden Tag denn nur noch zur Arbeit gegangen. Die Arbeit wird zur Last, zur Belastung. Freude am Arbeitsplatz ist kaum vorhanden. Wut, Zorn, Frust. Ja, steht an erster Stelle. Und der Stress, der dadurch sich entwickelt, nimmt enorm zu. Das ist klar, dass man das nicht auf lange Sicht aufrechterhalten kann. Somit folgt natürlich auch eine weitere Phase. Diese Phase nenne ich Apathie. Was bedeutet eigentlich Apathie? Apathie bedeutet Teilnahmslosigkeit, absolute Teilnahmslosigkeit. Hier wird der Gang zur Arbeit erschwert. Hier sind Arbeitsabläufe nicht mehr richtig umzusetzen. Man kann sich kaum noch konzentrieren auf seine Tätigkeit. Standardisierte Arbeitsabläufe, die einem immer gut von der Hand gegangen sind, werden plötzlich total anstrengend, schwer. Es passieren kleine Fehler, viele Fehler. Ja, und man kann die Arbeit standardisiert nicht mehr abarbeiten. Die Emotionen sind getrübt, man fühlt auch eine Leere, eine Antriebsarmut und jetzt kommen auch langsam körperliche Gebrechen zustande. Hier beginnt Herr Freudenberger die Phase mit emotionslosem Stadium. Das heißt, Herbert Freudenberger hat die Burnout-Stadien in zwei Phasen eingeteilt, einmal in emotionsvollem Stadion und einmal in die emotionslosen. In das emotionslose Stadium. Gerne werden die Burnout-Lebensentwicklungslinie, wird die Burnout-Lebensentwicklungslinie und deren damit verbundenen Phasen auch gerne in Prüfungssituationen abgefragt. Entweder schriftlich im Gesundheitswesen, aber auch gerne mündlich. Deswegen auch das Video dazu, dass Sie eben halt letztendlich sich gut darauf einstellen können. Aber die Apathie, da sind wir jetzt stehen geblieben, das ist die vierte Phase und die vorletzte Phase. Ja, Teilnahmslosigkeit, Antriebslosigkeit, ne? Denken ja nochmal an die Definition vom Burnout, totaler emotionaler Erschöpfungszustand mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Ja, und hier sind die Emotionen und die Leistungsfähigkeit enorm reduziert.
Körperliche Gebrechen kommen zustande. Am Ende dieser Lebensentwicklungslinie steht denn tatsächlich Burnout. Ne? Wie schon eben erwähnt, totaler emotionaler Erschöpfungszustand. Wegen einem Burnout lässt sich es schlecht krank schreiben. Und am Ende dieser Entwicklungslinie, haben Sie ja gelernt, stehen diverse Erkrankungen dem auch zugrunde. Nämlich Depression, psychosomatische Störung, Angst- oder Panikstörung oder durch die stressdämpfende Wirkung von Substanzen wie Alkohol können sich auch Abhängigkeitsstörungen entwickeln. Ja, diese Lebensentwicklungslinie beschreibe ich immer ganz gerne in 5 Phasen. Ne, gehen wir die nochmal kurz und zackig durch. Am Anfang steht Enthusiasmus. Ne, die Flamme muss zunächst einmal lodern, um überhaupt ausbrennen zu können. Dann kommt die Stagnation. Wir arbeiten nahezu pausenlos, wünschen uns Anerkennung, Wertschätzung und Lob. Dann geht es über in die Frustrationsphase. Nach der Frustrationsphase kommt die Apathie. Und nach der Apathie der totale emotionale Erschöpfungszustand. Diese 5 Phasen sollten beschrieben werden können, vielleicht auch anhand von einem Beispiel, so dass Sie sich da erstmal gut drauf einstellen können. Ja, das sind so die 5 Phasen. Wie gesagt, Herbert Freudenberger hat die Phasen in 2 Phasen aufgeteilt, emotionsvolles Stadium und emotionsloses Stadium. Ja, so viel dazu. Ne? Ein kurzes Video in Bezug auf Burnout, Lebensentwicklungslinie. Im Verlauf folgt ein weiteres Video zu Risikofaktoren für einen Burnout. Da werde ich Ihnen kurz und knapp in einem Wissenkompakt einmal die unterschiedlichen Risikofaktoren vorstellen, die zu einem Burnout auch führen können. Aber warum ist es eigentlich so wichtig, die Lebensentwicklungslinie auch zu kennen? Ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich selbst auch reflektieren lernt. Das heißt also, dass man schaut, wenn ich mich vielleicht in so einer Burnout-Lebensentwicklungslinie befinde, in welcher Phase bin ich eigentlich? Kann ich das an mir spüren? Merke ich das eigentlich? Und wenn ja, kann man gegebenenfalls auch handeln. Im psychologischen Bereich oder im psychiatrischen Bereich nennt man das auch Psychoedukation. Das heißt also, der Betroffene, der Kranke soll sehr viel lernen von seiner Erkrankung, durch seine Erkrankung und entsprechend dann auch einschätzen können, um letztendlich etwas zu tun, etwas zu leisten, handeln zu können, wenn man bei sich selber Symptome wahrnimmt. Somit werden wir in Folge 3 die Risikofaktoren einmal besprechen und dann werde ich Ihnen in Folge 4 erste Hilfemaßnahmen zum Thema Burnout vorstellen. Was können Sie für sich konkret tun, um diese Lebensentwicklungslinie aufzuhalten, gegebenenfalls zu stoppen oder wenn Sie denn doch am Ende der Lebensentwicklungslinie angekommen sind, Hilfemaßnahmen eben halt einzufordern und Unterstützung im psychotherapeutischen Bereich zu erfahren. Aber dazu später. Ja, nun danke ich euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.